Hallo, es ist wieder Favoritenzeit. Los geht es mit Lecker Fressi und zwar mit diesem guten Stück. Falls ihr jetzt gerade überlegt, was das für eine undefinierbare Masse ist, es handelt sich hierbei um einen Erdbeer-Schoko-Quarkbecher. In meinem Fitnessteilchen gibt es nämlich so eine saftfrische Salatbar. Die machen zum einen, wie gesagt, frisch gepresste Säfte, lecker Salate, die man sich selber zusammenstellen kann, aber auch solche grandiosen Kreationen. Und das gute Stück kommt bei mir mindestens zweimal die Woche auf den Tisch. Also so zum Frühstück. Das sieht ja gut aus. Muss ich doch gleich danach loslegen. Ich habe nämlich noch nichts gemümmelt. Also husch husch ans Werk, dann gibt's schneller Fressi. Fangen wir mal an mit einem Öfti-Möfti. Und so hatte ich mir in Glasgow das auf dem Flughafen das Pure von Donna Karan New York gekauft. Und zwar das Pure Verbena. Ganz wichtig, da gibt es nämlich einen feinen Unterschied. Das ist ein wirklich lecker Schmecker, fruchtig frisches Parfum, was ich den ganzen Monat eigentlich durchgängig hier getragen habe. Habe ich sonst noch irgendwas anderes benutzt? Nee, also wirklich jeden Tag den. Muss ich sagen, da bin ich ja auch relativ konsequent oder man könnte auch sagen langweilig. Also wenn ich so bestimmte Düfte gefunden habe, dann trage ich die auch konsequent die ganze Zeit durch. So, dann machen wir mal weiter mit Flagge. Vor einer Zeit, einiger Zeit entdeckt von Aveeno die Positively Luminous Nachtcreme. Die gibt es unter anderem bei TK Maxx, unter anderem, da war es jetzt bis jetzt die einzige Stelle in Deutschland, wo ich die gefunden habe. Habe mir auch schon die Tagescreme davon gekauft, wie gesagt, jetzt ergänzend noch die Nachtcreme, mit der ich sehr zufrieden bin, die wirklich sehr angenehm ist. Dann noch nicht allzu lange in meinem Besitz, aber jetzt schon ein Favorit, ist von Alpha Ages Liquid Gold. Das ist ein... ja, Peeling kann man dazu sagen, ein chemisches Peeling mit Glykolsäure und das ist wirklich richtig gut. Also da war ich doch erstaunt über den Unterschied, also dass man so schnell wirklich sehen kann, dass die Haut besser wird. Was habe ich denn noch an Pflege? Achso, für die Nägelchen von Burt's Bees, das Cuticle Balm. Gab es, glaube ich, mal irgendwann in einer der ersten Glossy-Boxen, wenn ich mich recht entsinne. Und die finde ich richtig gut. Also ich hatte früher, ehrlich gesagt, gar nicht so eine Probleme mit trockener Nagelhaut, als ich noch Gel drauf hatte auf meinen Naturnägeln. Aber irgendwie, seitdem ich ohne bin, sind die so ein bisschen empfindlicher, trockener, wie auch immer. Ja, aber da hilft das, wie gesagt, sehr gut. Abends einmal kräftig einmassiert und gut ist. Riecht auch sehr lecker. Nö, dann machen wir mal weiter mit Schminke. Als Base benutzt habe ich sehr gerne das Toughest Taupe von Maybelline. Von den Color Tattoos. Finde ich wirklich von der Konsistenz her sehr gut und auch die Farbe gefällt mir sehr gut. Und darüber getragen wahlweise von NARS Laser. Ich finde auch, also der Lidschatten braucht eine dunklere Base. Ah, wenn dieses kleine Plastikding jetzt noch weggehen würde. So, da haben wir ihn. Weil der ansonsten für meine Begriffe ein bisschen zu farblos ist. Also wenn ich nur die Primer Potion aufgetragen habe, fand ich, war das jetzt nicht spektakulär, was da an Farbergebnis bei rauskam. Ich hoffe mal, dass man von dem Swatch überhaupt was sehen kann. Also wie gesagt, nachdem sie ja alle immer so geschwärmt haben, wie toll pigmentiert Nasenlidschatten sind, den finde ich jedenfalls nicht so super pigmentiert. Also wie gesagt, über dem Toughest Taupe ist das Ganze dann schon sehr schön und mit einem dunkleren Lidschatten im äußeren Augenwinkel macht es dann auch einen sehr guten Eindruck. Aber so als Solokünstler wäre mir das, glaube ich, echt ein bisschen lahm. Und gut machen sich darüber auch noch meine drei Neuerwerbungen von Art Deco. Die haben mir wirklich auch sehr gut gefallen. Lassen sich gut verarbeiten. Ja,
Also jetzt momentan auch gerade so die Farbschiene, auf der ich unterwegs bin. Sehr schön. Wenn es dann mal etwas andersfarbig sein darf, dann kam die Sugar Plum Fairy, die ich bei Annabelle im Block Sale erbeutet habe, dran. Auch ganz toll. Also hier diese Seite, die Kombination wirklich richtig toll. Lassen sich super verarbeiten. Da muss man morgens nicht großartig nachdenken. Einfach drauf lospinseln und dann sieht das zauberhaft aus. So, da es ja dann zwischenzeitlich schon mal wieder etwas wärmer wurde, Schub hier geblieben, aus der Versenkung geholt, mein Kryolan Anti-Shine Powder. Der wird jetzt, denke ich, in den nächsten Wochen wieder öfter zum Einsatz kommen. Und was haben wir da noch im Angebot? Ein Blush, auch aus dem Block Sale. Und zwar das Rockies Blush von Vasanti. Auch eine super Farbe. Die hat mir richtig gut gefallen. Trage ich immer gerne abwechselnd mit dem Blond MSF von MAC. Entweder das eine oder das andere. Jo. Da sieht man auch sehr schön frisch aus. Jo, und Pinsellieblinge muss ich hier auch noch mal lobend erwähnen. Und zwar nach wie vor immer noch mein absoluter Liebling, was Foundation anbelangt, der F84 von Sigma. Sieht so aus. Ist aus dieser Sigmax-Line. Den kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Ein toller Pinsel. Das ist eigentlich der einzige Pinsel, muss ich sagen, den ich jetzt noch für Foundation benutze, zumindest was flüssig Foundation anbelangt. So, was haben wir denn noch? Und zwei von Real Techniques. Einmal, ich weiß gar nicht, wie der kleine Freund heißt, doch Contour Brush. Ja. Den ich auch zum Konturieren benutze. Finde ich sehr praktisch. Passt wirklich genau hier rein. Kann man schön zwirlig, zwirlig, zwirlig machen. Sonst habe ich ja mehr meinen Sigma F40 dafür benutzt. Aber der ist irgendwie noch präziser. Und ganz toll. Ganz, ganz toll. Wirklich. Finde ich ja diesen Blush Brush. Die Form ist super. Also da kann man wirklich von der Spitze her dann so schön tap, tap, tap. Oder man nimmt halt die Breitseite, so wie ich, wenn man irgendwie gerne mal ein bisschen mehr Farbe im Gesicht haben möchte. Die sind wirklich toll, muss ich sagen, von der Anwendung her. Lassen sich super leicht waschen. Also, ja, eins drauf mit Mappe. Mit denen bin ich echt richtig zufrieden. Das rundet dann die Juni-Favoriten auch schon wieder ab. Dann wünsche ich euch einen zauberhaften Tag und bis bald. Tschüss!